Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Next und ich liebe... das ist gar kein Coaching-Video. Dann liebe ich einfach euch. Was haltet ihr davon? Gute Idee? Oh ja, gute Idee. Perfekt, ich rede mit mir selber. Leute, ich habe ein bisschen auf meiner Festplatte rumgestöbert und ich bin auf ein Video gestoßen, was schon 4 Jahre alt ist. Und ich dachte mir, das wäre vielleicht auch etwas für diesen Kanal und für euch. Die Botschaft des Ganzen ist, hör auf dein Herz. Vor 4 Jahren wurde ich und mein damaliger Bandkollege eingeladen aufzutreten bei einem 10er Abschluss. Und Tage zuvor habe ich mir schon so überlegt, auftreten ist cool, aber ich will denen irgendwie noch mehr mitgeben. Weil ich kann mich noch ganz gut an meinen Abschluss erinnern, meinen 10er Abschluss. Und ich wusste damals nicht, was ich mit meinem Leben anstellen sollte. Und ich habe gehofft, dass ich vielleicht ein paar Worte finde, um den Schülern klarzumachen, hey, nehmt euch Zeit, überlegt euch, was ihr im Leben wirklich wollt, anstelle, dass ihr irgendetwas macht, nur um etwas zu tun, und dann macht ihr vielleicht jahrelang nicht das, was in eurem Herzen ist. Das folgende Video habe ich so zusammengeschnitten, dass ihr euch einen kleinen Eindruck verschaffen könnt vom Auftritt selbst, und danach kommt natürlich auch die Ansprache. Hör auf dein Herz. Viel Spaß! Und wenn ihr Bock habt auf mehr Videos in dieser Art und Weise, wo ich einfach ins Mikrofon rede, ohne einen Plan zu haben, dann sagt einfach Bescheid. Schreibt es in die Kommentare und ich würde mich natürlich sehr freuen. Ich wollte eigentlich schon längst loslegen, ne? Aber jetzt nochmal kurz. Hey, wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich über ein Abo freuen und aktiviere die Glocke, damit du kein zukünftiges Video mehr von mir verpasst. Langes Intro, aber das Warten hat sich gelohnt. Legen wir los! Macht mal alle eure Arme nach oben. Komm schon, das könnt ihr. Hey. Von links nach rechts. Von links nach rechts. Pump, hooray. Ho. Hey. Ho. Hey. Ho. Weiter noch. Hey. Ho. You drew a picture of my money, but you couldn't make my day. Hey, I'm rapping in neon, but you never look my way. Hey, I'm thinking on your darling in every single way. Hey, your body flows storm and it brings us on the way. This thing I should do is shampoo. Sagen, aber das hat jetzt gar nichts mit Hip-Hop zu tun oder sonst irgendwie sowas, sondern einfach das, was aus dem Herzen kommt jetzt bei mir. Und zwar, ihr seid ja jetzt sozusagen an einem, sag ich mal, Scheideweg. Ihr geht jetzt von dieser Schule, geht vielleicht auf eine neue Schule oder geht ins Arbeitsleben oder sonst irgendwie sowas. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich damals saß nach der 10. Klasse und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was ich überhaupt machen soll mit meinem Leben. So ist dann passiert, dass ich 2 Ausbildungen angefangen habe und ich habe beide Ausbildungen abgebrochen. Dann habe ich mir ein Studium gemacht, 3 Jahre lang habe ich es auch durchgezogen, aber ich habe nach 1,5 Jahren schon gemerkt, ey, das ist auch nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte. Und für mich jetzt im Endeffekt ist es okay, weil ich bin jetzt gerade glücklich, hier zu sein mit euch und aufzutreten. Aber wenn ich überlege, ich habe 5 Jahre meines Lebens nicht das gemacht, was in meinem Herzen ist, sondern irgendwas anderes. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, werdet euch bewusst, was ihr eigentlich machen möchtet. Und nehmt euch dafür auch Zeit. Das muss nicht von heute auf morgen passieren, aber überlegt, was ihr wirklich machen möchtet mit eurem Leben. Und es ist überhaupt nicht so schwer, wie man denkt, sondern man muss eigentlich nur auf sein Herz hören. Und dann wird man schon erkennen, wofür man auf dieser Welt ist. Also wenn es euch Spaß macht oder wenn ihr ein gutes Gefühl dabei kommt, wenn ihr zum Beispiel Kindern in Afrika helfen wollt, dann helft diesen Kindern in Afrika. Versucht Wege und Lösungen zu finden, das möglich zu machen. Oder wenn ihr gerne Musik macht, dann kommt zu uns, Mann. Dann kommt zu uns. Weil ich rede mit so vielen Menschen, ich bin jetzt auch erst 27, aber ich rede mit so vielen Menschen und ich frage die dann irgendwann, weil die nicht glücklich aussehen, ey, machst du eigentlich das, was du willst oder was hattest du für einen Traum früher? Und dann kommt oftmals, ja, eigentlich hätte ich ja gern Kindern in Afrika geholfen oder eigentlich wäre ich gerne Schlagzeuger geworden oder eigentlich, aber eigentlich zählt nicht. Sondern ihr müsst das möglich machen, was wirklich in eurem Herzen ist. Und dann treffen wir uns vielleicht in ein paar Jahren wieder und dann frage ich euch, und? Macht ihr das, was in eurem Herzen ist? Und ihr sagt ja. Und ihr seid glücklich und das ist dann auch der Sinn, warum ihr auf dieser Welt seid. Ihr müsst einfach das tun, was in eurem Herzen ist. Und euch von niemandem reinreden lassen, ey, du musst jetzt auf Geld achten oder auf ein dickes Auto oder auf
viele Frauen oder sonst irgendwie sowas. Nein, hört auf euer Herz. Und ich glaube, dann werdet ihr glücklich. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann ein paar Jahre wiedersehen. Und dann ist es genauso. Und ich sehe das in euren Augen, dass ihr glücklich seid. Und danke, dass ihr hier seid.